Enough of this. My bedroll calls. Jo. Reputation ungebrochene. Minus 1 Rüstung. Jo, das ist schon mal nicht schlecht. Wie sehr... Oh Gott. War beeindruckt. Blende Mark hat zugesehen. Blende Mark hat zugesehen, ja. Achso, mein Zorn ist bei Blende Mark noch nicht so groß. Aufräumen auf der Rosthalte. Die Gruppe von Plünderern ist auf die Rosthalte geflüchtet. Theodor hat dich aufgefordert. Ja, berichtet Theodor. Bresche. Geh nach Trammerkreuzung, um dort nach Matthias zu suchen. Mitreißende Division. Ja. Die Streitmächte der Geschmähten waren entweder nicht qualifiziert genug oder zu wenig an der Zahl, um Dämmerwacht mit Gewalt einzunehmen. Dies zeigte, dass Ash seine Soldaten sogar in seinem Kerngebiet falsch einsetzte. Also ein Beweis gegen Ash war gesammelt. So, Lyra. Kann jetzt in der nächsten Stufe. Nachdem sie einen Gegner getötet hat, schlägt Lyra für kurze Zeit bei jedem Angriff dreimal zu. Ja, das klingt nicht schlecht. Kenne tödliche Blöße. Ersetzt kenne deinen Feind 1. Achso, Anforderung, tödliche Blöße. Kenne deinen Feind, verleiht Nyran und auch Genauigkeit, wenn sie beim Feind einen leichten Treffer landet. Dieser Effekt akkumuliert sich. Wenn Nyran einen Feind trifft. Nicht schlecht. Umarmung der Wüter. Nachdem sie einen Gegner getötet hat. Das kommt leider nicht so oft vor, obwohl... Ne, nehmen wir erstmal das hier. Und dann Punkte bei ihr. Hauptsächlich in zwei Waffen, würde ich sagen. Im Minusbereich ist sie nirgendwo mehr. Also Genauigkeit und Rüstungsabwehr mal speichern. Ich hätte auch hier mal Zauberstärke und so steigern können. Aber das ist okay so. So, was haben wir da alles? Schwere Rüstung, Axt. Patrouillenkarte der Geschmähten. Diese Karte, die bei Elias Leiche gefunden wurde, zeigt Patrouillenroute der Ungebrochenen. Notizen und Ergänzungen ändern den Plan basierend auf genauen Informationen der geschmähten Patrouillen. Meine Kommentare deuten darauf hin, dass diese Information von einem Kontakt im Scharlachroten Chor stammt. Ja. Ergänzung hinzugefügt. Der Scharlachrote Chor half den Ungebrochenen während des Bürgerkriegs. Okay. Und das kann auch mal weg. Das haben wir als Bonus gekriegt. Gut, soweit. Beric und ich sind angeschlagen. I got it. Und hier ist eigentlich nichts mehr. Ja, ich hätte sie auch als Gefangene behalten können. Hätten wir wahrscheinlich aber bei den Geschmähten wieder was Negatives eingebracht. Und mit den Geschmähten möchte ich es mir eigentlich nicht so sehr verscherzen. Sind immerhin meine wichtigsten Verbündeten. Auch wenn ich als Fatebinder, als Schicksalsbinder immer noch das Recht dazu hätte.
Ja, ich könnte mir könnte immer noch gegen die vier hier antreten, aber nein, danke. Gucken wir mal kurz auf die Weltkarte. Wir kommen immer noch nicht wahrscheinlich zum Turm hier oben. Dann kommen wir jetzt in die Bresche in den Altmauern und in die Trappenkreuzung. Wir sollten aber dann wirklich mal wieder im Turm rasten. Und dann vielleicht Austauschungen machen. Meine Speers sagen mir, dass in den Rotschochen alles totenstill ist. Wir finden Leichen von Plünderern, aber keine Einzeichen von feindlicher Aktivität. Als sie sich abwendet, winkt ein Soldaten herbei und sagt, bezahl den Mann. Ich bin Schicksalsbitter, das ist eigentlich meine Aufgabe, also ist eine Belohnung nicht nötig. Theodor hebt die Augenbrauen. Erinnere ich, Tag Arbeit gehört belohnt, aber ich weiß deine Haltung zu schätzen. Ich werde dafür sorgen, dass diese Ringe den Geschmähten zugutekommen. Jawohl. Das heißt, die Quest ist jetzt auch beendet. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht aus Versehen wirklich einen meiner Gefährten getötet, die ich hätte aufnehmen können. Weil alle Gefährten hätte ich schon gerne gehabt. Serien fehlt halt noch als Gefährte, was ein kleines bisschen Spoiler ist. Und ich muss blinden Mark bald mal ein bisschen vorstimmen. Das heißt, wahrscheinlich dem Anführer der der Ungebrochenen, wenn ich ihn finde, werde ich mal die Beine brechen. So, ich könnte nach Ehren esse. Da komme ich aber nicht hin. Nein. So, dann machen wir mal eine Zweitagesreise auf die Spitze des Turms. Unseres Turms. So, hier müsste ich... Ach, da oben ist ein Bett zum Rasten. Die Glut an dieser Feuergrube brennt und verbreitet uns auf das Kleben. Wenn du in die Flamme siehst, hast du das Gefühl, flüchtige Blicke auf entstellte Gesichter zu erhaschen. Oh. So, einmal gerastet. Ich könnte mal kurz mit ihr hier reden. Die Tierfrau hockt mit gebeugtem Rücken nach vorne, geneigtem Gesicht auf ihren Hinterläufen, während sie akribisch die Zwischenräume der langen, schwängen Finger einer Pfote säubert. Mit ihrer lederfarbenen Zunge leckt sie Blut von ihren glänzenden Krallen. Als sie dich näherst, schaut sie mit einer ruckartigen, erschrockenen Bewegung auf. Dies ist aber kein Zeichen der Angst, nur Reaktion oder Instinkt. Nur die Bereitschaft zum Losschlagen. Fatebinder wants Beastwoman? Schickst du das wieder wie Tierfrau? Der Gestank eines ungewaschenen wilden Tieres, blutüberströmt und von der Schlacht gezeichnet, legt sich wie eine feuchte Decke über dich und du atmest durch deinen Mund, um dich nicht übergeben zu müssen. Wir sollen deine Strategie entwerfen, wie wir am besten mit unseren Feinden und Verbündeten umgehen. Ich möchte deine Meinung über etwas wissen. Lass uns ein Spiel spielen. Schicksalsbinder möchte, dass du ein Bad nimmst. Hattest du in der letzten Zeit irgendwelche guten Jagen? And many more than five. Gut, yep. Und viele mehr als fünf. Die Tierfrau öffnet ihre klaubewegte Pfote in der Luft und lässt sie zuschnappen. Ihre pechschwarzen Krallen schlagen plötzlich zu, eine überdeutliche Erinnerung an ihre Kraft, an ihre Fähigkeit zu töten. Way to dig deep, Murky.
murky stream near this favored camp. Pawpaw poured in mud of bank, but did not leave tracks. Crept low and quiet to tent flap, scenting with tongue. Caught ironclads and dragged, squirming like hurt rabbits, into cold black depths of river. Wartete tief trüben Strom nahe geschmähtem Lager hoch. Taps, taps, taps den Schlamm von Ufer, aber hinterließ keine Spuren. Koch niedrig und leise zu Zelt, witterte mit Zunge, fing Eisenhäute und zog sie zappelnd wie verletzte Hasen in kaltschwarze Tiefen von Fluss. Sie grinst prahlerisch und voller Blutgier. This favorite cannot swim like beast woman. Only can sink. Geschwäde können nicht schwimmen wie Tierfrauen, können nur versinken. Schicksalsbär möchte, dass du sein Bad nimmst. Also sein Spielspiel. Die Tierfrau wird sofort munter, streckt den Rücken gerade und mustert dich interessiert mit ihren roten Augen. Like playing with prey. Or with pack. We play sometimes with stone whelps. What, mate? Slaughter. Mag spielen mit Beute oder mit Rudel, spielt manchmal mit Steinwelpen, Brunsten, Part abschlachten. Sie verzieht ihre dunkle Schnauze zu einem gewaltigen, reißzahnbewehrten Grinsen. I'm always down for a game. Unless it involves throwing and catching. In which case, nah. Für ein Spiel bin ich immer zu haben, es sei denn, es geht ums Werfen und Fangen, denn dann, It's easy. Packmate chooses one of each. What, mate? Slaughter. If prey is chosen, Pack joins ensuing hunt. If Packmate is chosen and both agree to game, then Pack gets to watch. Ist einfach. Wähle ein Rudelmitglied für jedes aus. Brunzen, Paaren, Abschlachten. Wenn Beute ist gewählt, Rudel nimmt an Jagd teil. Wenn Rudelmitglied wird ausgewählt und beide zustimmen zu spielen, dann Rudel darf zuschauen. Rut, Mate, Slaughter, eh? Well, does it have to be three different people? I rutted with my old gang boss, Fineass. Mated him for a time, and then I killed him. Of all my days running with the chorus, I think I enjoyed asking the most. Brunzen, Paaren, Abschlachten, was? Müssen das drei verschiedene Leute sein? Ich habe meinen alten Bandchef gebrunstet, schöner Arsch, mich eine Zeit lang mit ihm gepaart und ihn dann umgebracht. Während meiner ganzen Zeit im Chor habe ich in der Arschbande am meisten Spaß gehabt. Oh, I get it. Okay. I'd rut Barrack, since Kairos' forces need a little pillage and rape in return. I'd mate with Verse, mostly to take half of whatever land she's going to someday conquer. Obviously I'd kill Lantry. Who wouldn't? Oh, jetzt verstehe ich. Gut, ich werde Barrack brunzen, da Kairos drum auch mal ein bisschen plündervergewaltiger leiden sollen. Ich würde mich mit Lyra paaren. Hauptsächlich deswegen, um mir die Hälfte der Lande zu schnappen, die sie eines Tages erobern wird. Töten würde ich natürlich Lantry, wer würde das nicht? What? I'm old enough to be everyone's father. This is disgusting. Was? Ich bin alt genug, um der Vater von jedem von euch zu sein. Das ist ja ekelhaft. Barrack schaut dich an und schüttelt voller Schreck und Hammerglauben den Kopf. How could beast woman choose any other? Would Rut Ebb good and hot hot fast? Would mate Alpha and would slaughter cut carve Barrack to pieces? Slowly, savoring while slicing flesh from neck. Yep, yep. Wie könnte Tierfrau anders wählen? Würde Ebb brunsten gut und fest schnell? Würde mit Alpha paaren und würde abschlachten, schneiden, zerfetzen, Barrack in Stücke, langsam genießend, während Fleisch von Hals schneiden, jep, jep. Vergiss es. Was ich gerne jetzt mal kurz machen würde, nur aus Testzwecken, ich will wissen, wie sie reagiert, wenn ich sage, sie soll ein Bad nehmen. Fatebinder wants Beast Woman? Schicksalsbinder möchte, dass du dein Bad nimmst. Right now. Du hast Loyalität. Bade doch, jetzt gerade. Ihre roten Augen hellen sich amüsiert auf. Don't simply drag your fetid tongue over another matted patch of fur. Stand under a waterfall or kneel in a stream. A crying statue in Edgering Ruins comes to mind. Hör auf, damit deine stinkende Zunge über dein verfisstes Feld zu ziehen. Zähl dich unter einem Wasserfall oder knie dich in einen Strom. Dabei kommt mir die weinende Statue in der Ellering-Ruine in den Sinn. Is washing with waterfall how Packmate became trapped in iron? Did not think to shed iron shell first? Ist nicht waschen in Wasserfall, wie Rudelmitglied in Eisen gefangen wurde? Hat nicht daran gedacht, Eisenhaut erst abzulegen. Sie fährt sich mit der Zunge über ihre Reißzähne und schnurrt zufrieden. Should let Beastwoman pry shell from Ironclad.
Then Kilsen Shadow can play with Disfavored inside. Yep, yep.